herzlich willkommen zu Musikalisches Koreanisches. Mein Name ist Xue Jiyang. Schön, dass Sie dabei sind. Bei koreanischen Hochzeiten ist es ja so, dass man immer ein Chukka singt, also ein Gratulationslied wörtlich übersetzt. Man will dem frisch vermählten Paar musikalisch gratulieren. Stimmt. Manchmal wird ein professioneller Sänger eingeladen oder die Freunde singen dem Paar ein Liebeslied oder der Bräutigam singt für die Braut eine Arie. Das finde ich auch immer schön. Ich habe auch im Mai geheiratet, den Monat der Hochzeiten. Und damals hat eine Opernsängerin für uns gesungen. Oh, und es gibt eine Gruppe, deren Lieder bei solchen Anlässen immer wieder gerne gesungen werden. Und zwar, die Rede ist von der Gruppe Nol. Oh, Nol. Sie haben wirklich schöne Lieder veröffentlicht. Jüngst auch wieder. Aber dieses Mal ist es ein trauriger Song. Verlassen, so der Titel. Aber wir könnten vielleicht trotzdem aus diesem Lied einen nützlichen Ausdruck für unsere Hörer heraussuchen. Ja, da habe ich etwas. Und zwar, hier kommt der Ausdruck dieser Woche. 나는 괜찮아. 나는 괜찮아. 나는 괜찮아. Es macht nichts. Schön, wir sprachen von Hochzeit und Liebe. Und das Lied handelt von Abschied und Traurigkeit. Kein wirklicher Zusammenhang, aber was feststeht ist, dass das neue Lied von Nol gut ist. Ja, und das ist der Kern der Sache. Dann komme ich doch gleich zur ersten Strophe. Es macht nichts, wenn du nur glücklich sein kannst, wenn ich dich vergesse. Ich fühle, dass du mich innerlich schon verlassen hast und ich dich nicht zurückhalten kann. Damit wir uns irgendwann wieder lachend begegnen können, werde ich dich mit einem Lächeln gehen lassen. Auch wenn ich dich sicher manchmal, wenn ich betrunken bin, weinend anrufen werde, verlassen, verlassen, du verlässt mich. Du verlässt mich und nimmst alle Erinnerungen an unsere Liebe mit. Und im Lied hört sich das dann so an. 나는 괜찮아, 내가 널 잊어야 행복할 수 있다면. Es macht nichts, wenn du nur glücklich sein kannst, wenn ich dich vergesse. 이미 떠나버린 이 맘을 붙잡을 수 없다는 게 느껴져서. Ich fühle, dass du mich innerlich schon verlassen hast und ich dich nicht zurückhalten kann. Damit wir uns irgendwann wieder lachend begegnen können, werde ich dich mit einem Lächeln gehen lassen. Auch wenn ich dich sicher manchmal, wenn ich betrunken bin, weinend anrufen werde. Verlassen, verlassen, du verlässt mich. Du verlässt mich und nimmst alle Erinnerungen an unsere Liebe mit. 나는 괜찮아 ist also der Ausdruck für heute. Diesen Ausdruck wollen wir in dieser Woche unseren Hörern näher vorstellen. Also, 나는 괜찮아. Es macht nichts. 나는 ist das Subjekt. 나 ist das Personalpronomen, ich. 괜찮다 hat die Bedeutung von nicht schlecht. 나는 괜찮아. Mir macht es nichts aus. Von mir aus nicht schlecht. Dieser Ausdruck hat also viele verschiedene Bedeutungen und kann in verschiedenen Situationen verwendet werden. Im Liedtext wird 나는 괜찮아 mit der Bedeutung es macht nichts von mir aus verwendet. Auch wenn der Geliebte mich verlassen hat, macht es mir nichts aus, wenn er durch die Trennung umso glücklicher sein kann. Aber ganz ehrlich, eigentlich macht es einem schon was aus, wenn sich jemand von einem trennt. Ich weiß nicht, warum die Sänger immer sagen, dass man die Schmerzen ertragen kann, auch nach einer Trennung. Die Sänger sind halt Künstler und für die ist es vielleicht okay. Also für mich nicht. Aber kommen wir wieder zurück zum Lied. 나는 괜찮아, von mir aus, es macht nichts. In welchen Situationen kann man diesen Ausdruck noch verwenden? Zum Beispiel, du bist mir aus Versehen aus den Fuß getreten. Dann kann ich sagen, es macht nichts, es geht, keine Sorge. 괜찮아. Oder du bist hingefallen, dann frage ich dich, ob du dich nicht vielleicht verletzt hast. 괜찮아? Ist alles in Ordnung?
Wir sind gerade beim Essen. Ich frage dich, ob du noch etwas willst. Wenn du schon satt bist, kannst du dann antworten. Kenchana. Nein, danke. Es reicht. Ja, der Ausdruck Kenchana kann also in vielen Situationen verwendet werden. Schön. Dann wollen wir uns doch die Stelle, wo er vorkommt, noch einmal anhören. 나는 괜찮아. 나는 괜찮아. 나는 괜찮아. Es macht nichts. Und jetzt die erste Strophe noch einmal. 나는 괜찮아. 내가 너를 줘야 행복할 수 있다면. Es macht nichts, wenn du nur glücklich sein kannst, wenn ich dich vergesse. 이미 떠나버린 네 맘을 잡을 수 없다는 게 느껴져서. Ich fühle, dass du mich innerlich schon verlassen hast und ich dich nicht zurückhalten kann. Damit wir uns irgendwann wieder lachend begegnen können, werde ich dich mit einem Lächeln gehen lassen. Auch wenn ich dich sicher manchmal, wenn ich betrunken bin, weinend anrufen werde. Verlassen, verlassen, du verlässt mich. Du verlässt mich und nimmst alle Erinnerungen an unsere Liebe mit. Ja, und wenn Sie das Lied in voller Länge hören möchten, können Sie das wie immer in unserer Sendung am Sonntag. Außerdem können Sie das Stück im Internet hören mit unserem Music Player. Und wir haben neue Zeiten, und zwar von Montag bis Donnerstag um 17 Uhr und 20.30 Uhr und von Freitag bis Sonntag um 17.50 Uhr und 22.10 Uhr, beides nach mitteleuropäischer Sommerzeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.